Herzlich willkommen zurück am Supermarkt oder im Supermarkt Gleis und Preis. Ja, also die Nachtschicht hat eine absolute Sauerei hier hinterlassen, ne? Fürchterlich, sowas geht gar nicht, würde ich niemals machen. Aber okay, das wird es. Die Regale sind soweit aufgefüllt. Wir gucken allerdings nochmal, ob wir noch ein paar Produkte nachbestellen können oder müssen. Zum Beispiel das Brot, der schwarze Kaffee, der fehlt noch. Der Reis ist auch sehr gering noch vorhanden und das hier auch. Wir bestellen das mal eben und räumen das noch kurz ein. Das ist der Basmati-Reis. Der Basmati-Reis kommt dahin. So, unser Lager hier vorne. Ja, wir kaufen uns irgendwann mal ein richtiges Lager, aber bis dahin stört sich doch keiner dran. Also ich störe mich nicht dran. Stört ihr euch dran? Ich nicht. Das Brot, Rons, das berühmte, die Dubai-Schokolade. Und der Kaffee. Okay. Ja gut, können wir hier noch auffüllen. Und da haben wir noch was frei, ne? Ja, dann packen wir hier noch ein bisschen was von den Spaghetti hin. Okay, dann, wir haben geöffnet. Klingelingeling, Katsching, Katsching, macht's bei mir in der Kasse. Kommen Sie ran, kommen Sie rein. Sonst noch was zum Auffüllen? Nee, ne? Also dieser Joghurt, ne? Das geht ja irgendwie gar nicht. Das ist ja. Das ist ja ganz schlecht. Machen wir ein bisschen Licht an. Bisschen Farbe hätte ich noch gerne. Ist aber nicht so wichtig. Aber es sieht trotzdem doof aus, ne? Katsching. Aber welche Farbe hatte ich, ist jetzt die Frage. War das. Ich glaube, das war das Grün, ne? Nehmen wir das mal. Kümmern wir uns eben darum, bevor sich jemand wieder über zu volle Kassen beschwert. Oh, beide haben direkt passend gezahlt. Sie sind aber beide meine Lieblingskunden. So, dann einmal hierhin, dahin. Irgendjemand hat sich mal wieder beschwert. Das Übliche. Ich wünschte, man könnte in Realität so leicht die Wände färben. Keine Farbe mehr im Eimer. Oh, gut. Vorsicht. Eimer fliegt. Hallo? Okay. So, mit Karte. 41,80. Danke. Das Salz ist was? Zu teuer? Salz ist zu teuer. Okay. 41. Konnte keine Milch finden. Sie kriegen zurück 2,50. Und Sie zahlen bitte 3,50. Konnte keine Eier finden. Aber da können wir Abhilfe schaffen. Die können wir nämlich jetzt nachfüllen. So, das Salz ist zu teuer. Ja, okay, verstehe ich. Machen wir mal drei draus. Es soll sich auch verkaufen, es soll ja keinen Platz wegnehmen. Sie kriegen 1 Dollar und 2 Cent zurück. Und sie kriegen 3 Dollar zurück. Und der gute Herr hier vorne kriegt ebenfalls 3 Dollar zurück. Direkt von der Bank in ihr Portemonnaie hinein. Das Olivenöl ist zu teuer. Na gut, 29,80. 1 Dollar, danke. Joghurt ist zu teuer. Oh, kein Wunder, dass ihn keiner kauft. Machen wir mal 3,50 draus. Und was war mit dem Olivenöl?
Was war das? Das ist das Olivenöl, ne? Ui, okay, ja, machen wir mal 7 draus. So. Ich hätte gerne einen neuen Gefrierschrank. Vielleicht können wir das in dieser Folge auch machen. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. 20, 50. Ja, den Käse. Ah, ja. 32, bitte. So, machen wir das direkt mal. Möbel. Kühlschrank. Großer Kühlschrank. Ja, ich hätte gerne einen großen Kühlschrank. Ist das gleiche wie ein Gefrierschrank, frage ich mich. Kann ich die Sachen. Vermutlich nicht, ne? Ich nehme einen großen Kühlschrank. Sicher, sicher. Und wenn da steht, dass wir dann irgendwann mal einen Gefrierschrank brauchen, dann kaufen wir uns einen Gefrierschrank. Jetzt muss ich ein bisschen Platz schaffen. Hier, das Lager muss ein bisschen verschoben werden. Moment, das können wir eh einfüllen hier. Und dann. Zack. Und dann. So. Vorsicht. Oh ja, jetzt stapelt es sich hier wieder. Ich kümmere mich drum. So, 1, 2, 3, 4. Der nächste bitte. So, einmal bitte 40 mit Karte, danke, tschüss. Und der nächste mit Karte, danke, tschüss. Und der nächste bitte einmal Bargeld, 2 zurück, danke, tschüss. Und einmal die Dubai-Schokolade für den Herrn, der so aussieht, als bräuchte er auf jeden Fall mal ein bisschen Urlaub. Tschüss. Irgendwas ist da hinten wieder zu teuer. Das übliche 50 Cent. Danke, tschüss. Der schwarze Tee konnte nicht gefunden werden. Oh, wir brauchen wieder schwarzen Tee. Schwarzer Tee, in der Tat, haben wir keinen mehr. Käse auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. So, ach, wo kommen Sie denn alle jetzt auf einmal wieder her? So, 19, danke, tschüss. Sie haben aber einen großen Einkauf hier gemacht. Das macht bitte, achso, Sie kriegen zurück. 40, 45, 49, 40. Sie kriegen 1 Dollar zurück. Und sie zahlen mit Karte. Hervorragend. So, da ist Wasser. Ja, hallo. So, um sie kümmere ich mich gleich. Was haben wir hier noch? Irgendwie Reis. Ja. Hervorragend. So, sie kriegen zurück 4, 20. Sie kriegen zurück 50 Cent. So, Elon, wann kaufst du eigentlich den Laden hier? 69, 50, 60, 65, 69. Und der gute Herr hier vorne, 93, meine Güte, was ist denn sowas? Sie kriegen das in 1-Cent-Stücken. Sehen Sie das? Tja, da würde ich jetzt auch ins Schwitzen kommen. Ich frage mich, wie lange das das Spiel mitmacht. So, gehen wir mal den Rest mal. 50, 70. So. Ich hoffe, das ist hier eine Leere. So. 5. Sie kriegen 93 zurück. Boah. Ich will genau das gleiche. Ganz ehrlich, ne? Also, was ist denn bitte los mit den Leuten? Dann kriegen sie wenigstens das hier in 5-Cent-Stücken.
93, ups, das ist zu viel. So. Ja, die Nudeln konnten sie nicht finden, ganz ehrlich. So, beenden wir mal den Tag für heute. Tag 14, seit 2 Wochen sind wir schon hier im Laden und räumen mal wieder Produkte ein. Also irgendwann weiß ich gar nicht mehr, was Müll ist und was nicht. Ist fast wie mit YouTube-Videos. So. Der Käse, der kommt dann hier hin. Und das ist ein Mehl, der kommt dahin. Und das sind die Panzati-Nudeln. Und die Eier, wir brauchen Eier. So, ja, von mir aus hier auch noch ein paar. Okay. Dann klingelingeling, katsching, katsching, kommen Sie rein. Wir haben offen. Kaffee bräuchten wir eigentlich auch noch. Können wir direkt auch nachbestellen. War das Kaffee? Doch, ich glaube schon. War das Kaffee? Nein. Mehl haben wir auch nicht. Kuchen auch nicht. Ich dachte, wir hätten schon nachbestellt. So, hier hin. Der Kaffee. Oh, der war eigentlich da unten, ne? Egal. So, und Kuchen. Ding. Der Müllberg ist ja, also sieht fast so aus wie Gelsenkirchen, ne? So. 14. Mit Karte. Jawohl, der Herr, 35,50. Kuchen ist was? Zu teuer? Ja. Ist auch nicht so gesund, essen Sie mal nicht so viel. Der ist auch zu teuer. Die gute Dame hat aber richtig Heißhunger auf Kuchen, ne? Machen wir mal 6 draus. So, vielleicht können wir uns auch noch ein Tablet kaufen in dieser Folge. Wir haben ja das Geld. So. 17,99. Ja, wisst ihr was? Wir machen das jetzt. Wobei erstmal ganz kurz in die Verwaltung rein und hier irgendwelche Rechnungen bezahlen, bevor die überfällig werden. Und jetzt Lageranpassung, Supermarktname. Nee, Moment, wo war das denn? Wachstum? Nein. Ah, wir könnten uns aber auch einen neuen Abschnitt kaufen. Wäre auch vielleicht was. Aber wir machen das vielleicht erstmal so, dass wir uns ein Tablet kaufen. Kaufen Sie eine Bestellung von Ihrem Tablet. Das machen wir gleich. Erstmal kümmern wir uns um die Kunden. Kunden zuerst. Das präge ich wie kein anderer. Ich liebe alle meine Kunden. So. 1, 2, 3, 4. Okay. Also, was sollen wir? Wir sollten Tab gedrückt halten, um das Werkzeugrad zu öffnen. Das Tablet auswählen. Zeig auf die Menge des. Aha, okay. Zeigt die Menge des im Besitz befindlichen Produkts an. Okay. Haben wir jetzt nur noch eins? Haben wir jetzt gar keins mehr. Und jetzt? Bestellen wir das? Ah, mit E kaufen wir es ein. Aha, okay. Okay, cool. Das macht es natürlich deutlich leichter.
direkt nachzufüllen. Einmal nur ganz kurz in die Steuerung hineingefummelt. So, 20. Die Dubai-Schokolade geht echt gut, ne? Sie kriegen 2 Cent zurück. Sechzig. Kommen sie beide aus dem gleichen Ort? Sie sehen so... Sie haben so sehr viel Weiß an. 50, 70, 75, 77, danke, tschüss. Und einmal 14. Hallo. Das macht einmal 12,60. Okay. Hier, wir können noch die Dubai-Schokolade hier nachfüllen. Der Müllberg. So, danke, tschüss. So, und jetzt können wir wieder hier das Tablet rausholen. Und dann sehen wir, das brauchen wir und das brauchen wir und das brauchen wir und das brauchen wir und das brauchen wir. Und was auch immer das hier ist. Und das hier. Und das hier. Und das hier. Und Käse. Und jetzt bestellen. Mit I. Fantastisch. So, erstmal die Kunden bedienen, bevor hier irgendwelche Leute verschreckt werden, dadurch, dass die Schlange hier zu lang ist und sie vielleicht 2 Minuten warten müssen. Dass sich auch die Leute ständig beschweren über alles, ne? Das ist mir zu teuer, das ist bla... Fürchterlich. Ich beschwere mich nie. Ganz ehrlich. Nie. Wir haben jetzt alle passend gezahlt. Eigentlich hätte ich gedacht, dass jetzt irgendjemand ankommt und ganz unpassend zahlt. Und ich mich dann direkt beschweren kann, sodass mich das Spiel Lügen straft. Aber das war nicht der Fall. So, 14. Ja. Muss ja auch mal nachfüllen. Vielleicht müssen wir irgendwann doch bald an Mitarbeiter mal einen Gedanken verlieren. So. Sie kriegen 20, 25... 29,50 zurück. Und sie kriegen 41,01 zurück. Und sie zahlen mit Karte. Das macht bitte genau 23. Danke, Ende, tschüss. Und sie kaufen sehr viel Kaffee und zahlen passend. Sie sind mein Lieblingskunde. Also das mit diesem Waren einräumen, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Also das Kassieren macht irgendwie Spaß, aber dieses Waren einräumen... Also ich glaube, ich habe nichts dagegen, wenn das ein Mitarbeiter demnächst mal übernehmen würde. Aber ich glaube, das machen wir noch nicht in dieser Folge. Das wäre dann vielleicht etwas für die nächste Folge. So, Erdnussbutter. Und ein bisschen hiervon. Ja. Der Laden hat eh zu, die können jetzt mal schön warten, bis ich aufgefüllt habe. Wie viel Erdnussbutter habe ich denn bitte gekauft? Anscheinend viel. Käse. Der gute Conti. Der kommt mal dahin. Moment. Und Eier.
So, die letzten beiden Kunden für heute. Und ich würde sagen, den morgigen Tag nehmen wir auch noch in diesem Video hier heute noch mit. Das können wir auch noch machen. Und dann beenden wir den Tag für heute. Und sehen, wir haben einen Profit von 6 Dollar gemacht. Fantastisch. Okay, ein paar Preise sind hoch und runter gegangen. Wir bestellen. Ja, ich finde es ehrlicherweise immer noch in der. In der Marktansicht finde ich es irgendwie übersichtlicher. Also da habe ich irgendwie mehr auf einen Blick, ehrlicherweise, als mit dem Tablet. Ich finde das Tablet jetzt nicht extremst revolutionierend. Hier der Reis ist wenig, Süßigkeiten, Schokoriegel, Müsli. Ja, dafür hätte ich definitiv gerne einen Mitarbeiter. Irgendjemand, der hier das Brot hier einsortiert. Da habe ich ja gar keine Lust mehr drauf. So. Das Wasser kommt hier hin. Der Basmati-Reis, wo kommt der hin? Habe ich den irgendwo? Da. Habe ich noch? Die Dubai-Schokolade. Habe ich die irgendwo schon? Nee, dann kommt die hier hin. So. Dann einmal, was auch immer das hier ist. Müsli. Kommt dahin. Und die Süßigkeiten, wichtig und richtig. So. Ach, herrlich, volle Regale. Das sieht doch toll aus. Ich würde sagen, wir machen ein Foto und machen auf. Kommen Sie doch direkt hier rein. Kommen Sie hier rein. Hallo, hallo, ich habe gute Angebote. Guter Herr, bitte warten Sie. Dann nicht. Okay. Ja, den Rest, den können wir noch nicht einfüllen. Werft die mal so hin, dass wir auch sehen, was da drin ist. Ja, schon besser. Okay, kommt hier jemand? Ja, hallo, Sie sind der erste Kunde von mir heute. Wehe, Sie beschweren sich über irgendwas. Ach, das Olivenöl ist zu teuer. Okay. Mach mal 6 draus. Das Mehl ist zu teuer. Ist das das Mehl? Ne, das ist der Kuchen. Das war das hier, ne? Nee, das sehe ich nicht ein. 15,50. Hat sich sonst noch jemand beschwert, der schwarze Kaffee ist zu teuer? So, der schwarze Kaffee. Ja gut, okay, der ist relativ teuer, das stimmt schon. Machen wir 12 draus. Ja, sonst passt es soweit, ne? Gerne das Regal da vorne übrigens umstellen. So, 1,50. Und zwar würde ich gerne mal, also erstmal das Wasser kommt mal hier vorne hin. Würde ich das hier gerne hier neben hinstellen. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie schaffen, diese Lücke zu füllen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Andererseits müssen wir auch eigentlich mal den Laden erweitern. Das wäre vielleicht die nächste
Sache, die wir in Angriff nehmen könnten. Eine kleine Erweiterung vom Laden, dass wir uns etwas vergrößern. So, das sind einmal 59,50. Ne, also hier passt zwar noch ein Regal dazwischen, aber ansonsten wird es jetzt langsam hier eng. Und ich fände es einfach schön, einen größeren Laden zu haben. Ne? Also ich glaube schon, dass wir uns das leisten können. Wir haben bald das erste Mal den vierstelligen Bereich geknackt. Also ich würde sagen, das schaffen wir vermutlich sogar heute noch. 48. Hallo. So, 25, 50. 42 zurück. Das Mehl ist zu teuer. So. Einmal mit Karte. 42. Und 33. Yay, wir haben über 1000. Können wir noch was machen? Wir können uns mal einen anderen Boden aussuchen. Wisst ihr was? Lass uns das auch machen. Wie wär's denn mit irgendwas Schickem? Wie wär's denn hier mit so einem... was passt denn zu grünen Wänden? Eigentlich so ein Holzton. Haben wir nicht so einen Holzton? Ja, so einen hellen Holzton. So einen dunklen Holzton. Jawohl, das will ich. Und jetzt? Ach so. Okay. Aha, okay, das wird aber lange dauern. Na toll. Na super. Das sieht ja fantastisch aus. Na super. Ups, 220 sind ein bisschen zu viel. 14. Und einer zurück. Und sie kriegen 11, 50, 52 zurück. Dankeschön. Sie zahlen tatsächlich perfekt, passend. Sie auch. Sie sind mein Lieblingskunde. Und sie auch. Auch sie sind mein Lieblingskunde heute. Ja, das ärgert mich jetzt mit diesen Platten. Das ist ja doof. So, das ist der Basmati-Reis, Wasser, so, was ist das? Das ist hier, da hat niemand irgendwas gekauft und der Käse, da. Na, so. So, sie kriegen 1, 2, 3, 4 zurück. Tschüss. Der feine Herr. Und ja, sie sind meine Lieblingskundin. Sie haben heute perfekt gezahlt. Der Kuchen ist zu teuer. Pech gehabt. Okay, 10, 49. Danke, tschüss. Und mit Karte, das machen genau 20. Danke. Ja, Nudeln habe ich leider keine mehr da heute. Kriege ich auch nicht mehr heute bestellt. Also es ist kurz vor Ladenschluss. So. Und 1 Cent zurück. Spaghetti-Nudeln. Kaufen sie noch was oder sind sie nur hier, um sich zu beschweren? Aber ihre Fliege ist cool. Fliegen sind cool. Okay. Kommen sie auch noch rein? Wir haben geschlossen. Okay, hier steht eigentlich open. Na gut. Huch. Die Kasse ist geschlossen. Achso, mit E. Öffne die Kasse. Ja, die Kassen sind nicht voll. Hören Sie mal auf, sich zu beschweren. Kommen Sie auch noch? Okay. Kommen ja echt viele Kunden noch rein.
Dieser verdammte Joghurt, ne? Der verkauft sich aber auch mal überhaupt gar nicht. Machen wir mal drei draus. Die Leute mögen keinen Joghurt. Und sie kriegen 1,50, 51. Tschüss. Keine Milch konnten sie finden. Erzählen Sie es Ihren Kindern. Okay, wir beenden den Tag und sehen, wir haben ein bisschen Plus gemacht. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Mir hat es mal wieder Spaß gemacht. Können wir das da oben in den Balkon hineinwerfen? Haha! Ja, das funktioniert. Ah, das macht mich richtig happy, dass das klappt. Nochmal. Ja, nicht getroffen. Moment. Ja, nicht getroffen. Moment. Ja, nicht getroffen. Können wir es hier reinwerfen? Nee. Können wir noch irgendwas machen? Werfen wir es mal dahin. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal von Gleis und Preis. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.